Hallo zusammen, ich bin's, eure Zitrone 79. Ja, die mein Video schon ein bisschen, mein Kanal ein bisschen länger mitzugucken, die denkt, was hat die denn heute wieder vor für einen Driss? Wie sieht die denn heute aus? Sie hat natürlich einen besseren Avatar. Warum hat sie denn heute Start-Avatar an? Ja, weil ich viele Leute von einem anderen Spiel her kenne. Das nennt sich Second City. Und die haben immer hin und wieder mal Probleme, sich hier in ESL einzuloggen und zu bewegen, wie auch immer. Und deshalb mache ich jetzt einfach mal so eine Art Let's Play oder wie man das heißt. Es das heißt, es werden mehrere Videos werden. Kommt drauf an, wie viel. Das bestimmt natürlich nicht ich, das bestimmt natürlich ihr nach den vielen Nachfragen. So. Du sagst, fragst dich natürlich, wie komme ich jetzt nach SL? Was brauche ich dazu? Du brauchst zwei Dinge. Du brauchst natürlich einen Account und du brauchst einen Firestorm, der kostenlos ist, ein Viva, den du kostenlos runterladen kannst. Ich habe hier oben einfach mal einen Fantasienamen eingegeben. Die beiden Links verpacke ich natürlich unten mit in meinem Kanal unten drunter. Ich habe hier einfach mal Klausi eingegeben, gibt es natürlich schon. Hier bitte deine E-Mail-Adresse eingeben oder erstellst dir halt eine neue. Den Haken bitte draußen lassen, sonst kriegst du jede Werbung, jeden Scheiß. Ist natürlich hin und wieder für Neulinge sinnvoll, weil, ne, aber das wird zum größten Teil alles auf Englisch sein. Dann hier unten spricht sich von sich selber im Passwort. Dann hier hinten ist es ganz wichtig, dass du dein richtiges Datum eingibst, wann du geboren bist. In meinem Fall 1979. Dann die Sicherheitsfrage. Mit dem Mädchennamen zum Beispiel deiner Mutter oder wie das Haustier heißt und so weiter und so fort. Sport, Favoriten, Sport, auch immer, wie auch immer. Denn natürlich hier unten die Antwort geben. Die Dinge bitte auf dem Extrazettel notieren. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Oder auf dem PC, wie auch immer, speichern. Dann suchst du dir bitte aus, ob du, was weiß ich, du kannst, auch wenn du im Hintergrund ein Mann bist, eine Frau, dir ein Avatar machen, wie die Fantasie beliebt ist. Ne? Es gibt männliche, weibliche und es gibt auch dieses, wie heißt gerade, divers oder wie auch immer. Ich kenne mich, Entschuldigung, ich kenne mich da nur nicht so ganz mit aus, aber natürlich akzeptiere ich es ganz klar. Hier unten ist dein Robot. Den gibst du natürlich einen Haken rein, dass du kein Roboter bist. Das ist logisch. Hier unten einfach auf Akzeptieren, dass das hier oben die Eingaben alle stimmen. Dann gehst du hier unten auf Account. Und dann leuchtet als nächstes ein neues Fenster auf. Und Premium-Mitgliedschaft oder kostenlos. In deinem Fall natürlich kostenlos. Was Premium-Mitgliedschaft bedeutet, komme ich im weiteren Video drauf zu. Dann solltest du dir den Firestorm runterladen. Ich muss gerade mal gucken. Vorführeffekt. Vorführeffekt. Hallo? Wie gesagt, da kannst du dir auch noch mal die Avatare aussuchen. Das geht hier leider nicht drüber. Ich sehe gerade, hier kann man auch, haben sie auch cool gemacht. Ne? Man kann sich auch auf dem Firestorm gleich anmelden für Second Life auch drüber. Sehe ich gerade, ist das Neue. Einfach hier auf Second Life gehen. Aber es gibt auch den Download. Ich finde es natürlich wieder mal. Ach, mal wieder gerade nicht. Auf jeden Fall. Ah ja, da haben wir es doch. Download, ich wusste es doch. Ich habe die Brille vergessen aufzuziehen. Dann geht man hier auf Second Life.
und geht hier auf, in meinem Fall auf Microsoft oder auf Windows. Tut mir bitte einen Gefallen. Auch wenn ihr einen 64er-Bit-PC habt, ladet bitte den 32er runter. Das ist sinnvoller. In der Hinsicht hat man ein bisschen weniger Lack und so weiter und so fort. Ja, und dann loggst du dich ein und dann sieht dein Bildschirm so aus wie meiner. Wir gehen Einzelnes durch. Ich gehe jetzt erstmal bis auf die Einstellung mit euch durch, sonst würde das Video so lang werden. Und dann als nächstes Video kommen wir dann dazu mit den Schaltflächen und Inventar und habt ihr nicht gesehen. Wir gehen auf Avatar und auf Einstellungen. Die Sprache hier oben bitte auf Deutsch. Dann wirst du ein Fenster aufbekommen mit Neustarten. Das erste Mal abbrechen, weil das machen wir nachher, wenn wir alles durch haben. Dann hier auf Generalmotorrad auf Adult. Aber natürlich, wenn du unter 18 bist, bitte kein Adult eingeben. Was Adult ist, komme ich später nochmal drauf zu. Dann auf Chat Anzeige. Blasenchat. Blasenchat bedeutet, ich mache es mal kurz vor. Du siehst unter meinem Namen hier, unter meinem Namen ein Hallo. Und das ist einfach nur schöner, weil dann musst du nicht jedes Fenster aufhaben und hast hier so ein komisches Fenster im Blick und siehst dann hier unten auch Hallo. Chatfenster lasse ich so Eingabe. Hier ist eingestellt beim Tippen, Chatten, Tippen und Abspielen. Da mach bitte den Haken raus und Tippen, Anklängen, Spielen, wenn Personen sich im Chat in der Nähe befinden, auch bitte den Haken raus. Dann hier auf Kanal einstellen, anzeigen und Chat tippen, senden Button, auch den Haken rein. Hat die Bewandtnis, man kann viel schneller schreiben. Ja? Du siehst hier, manchmal ist es auch hin und wieder passiert ist, dass es hier auf 2 oder auf 3 steht. Es muss aber auf 0 sein. Und solltest du mal rufen müssen oder flüstern, wie auch immer, kannst du hier hinten auf Flüstern sprechen und rufen gehen. Rechtschreibeprüfung bitte auf Deutsch. Ja, weil wir sind ja deutsche Kommilitonen. Dieses andere hier, Eingang, Chat übersetzen, braucht man nicht. Benachrichtigungen, das ist auch sehr wichtig. Benachrichtigung ist hier momentan bei dir ist der Haken raus, bei mir ist er drinne. Das heißt, solltest du mal mit Freunden oder mir eine Nachricht schreiben und ich sehe aber, du bist offline, dann kann ich dir eine Nachricht schreiben und sobald du wieder ankommst, liest du sie. Radar ist bei dir der Haken raus. Radar ist in der Hinsicht was Schönes, wenn du zum Beispiel, irgendwann mal einen Club auflegen solltest hier in SL, dann siehst du im Vornherein, wer kommt und wer geht. Das siehst du hier im Logl-Chat. Ja? Dann heißt es, kommt in Reichweite, zum Beispiel Sandy, dass ich in Reichweite komme und dass ich auch wieder gehe. Das siehst du im Öffentlichen. Schlüsselwort lasse ich also, wie es ist. Farben auch, dies übergehen wir. Wir kommen zum nächsten, das ist die Grafik. Dir sollte natürlich die Grafik da bestehen, wo sie ist. Solltest du natürlich Laggy haben, tu sie bitte nach unten ziehen, dass die Grafik ein bisschen weniger zu arbeiten hat.
Maximale Komplizität, da steht meistens immer hier, was weiß ich, so weit rüber. Bitte einmal komplett nach kein Limit. Das hat die Bewandtnis. Das heißt, du siehst deinen Nebenstehenden als kompletten Avatar. Wenn du das nicht eingestellt hast, siehst du den nur als Schatten. Das ist ein bisschen tricky. Hardware und so weiter und so fort. Das habe ich alles so gelassen, wie es ist. Dies auf Speichern müssen wir zum Schluss, ganz zum Schluss machen. Ja, damit das alles die Einstellungen, was wir jetzt noch vormachen, also gespeichert wird. Wir gehen auf Sound und Medien. Eingestellt ist Schaltfläche ganz nach hinten, dass du alles, wenn du was klickst oder was auch immer, ne, das alles hörst, ja. Das ist irgendwann nervig. Das bitte ganz aus. Klänge bei Kollision abspielen, Umgebung, das ist, wenn jetzt ein Feuer oder Wasser, irgendwas, ein Feuer brennt oder so ein, was weiß ich, Lagerfeuer und hast du nicht gesehen, dass das dann, dass du, wenn du das nicht hören möchtest oder sitzt auf dem Auto oder auf dem Motorrad und möchtest aber dieses nicht hören, dann einfach auf Umgebung ausschalten. Klänge ist, wenn zum Beispiel Gesten abgespielt werden, was Gesten sind, komme ich später im zweiten oder dritten Video hinzu. Musik, sagt das Wort schon. Medien, gut, das wäre zum Beispiel jetzt hier, wenn ich jetzt hier ein YouTube-Video abspielen würde. Voice Chat ist sehr wichtig, wenn du Voice Chat machen möchtest, Sprachchat in Second Life, dann mach das bitte bis nach hinten und aktiv, ja. Und dann siehst du hier den Reiter Voice, da kommen wir auch gleich später hin noch hinzu. Dann hier unten dein Kopfhörer oder Headset auswählen und dann geh mal in den nächsten mit Medien. Medien solltest du die Skripte erlauben abspielen. Das ist nicht vom Standard her drinne, bitte da der Haken rein. Musik bitte so lassen. Voice Chat. Bei dir steht drinne, Voice Chat vom Kamera-Option zu hören. Du machst bitte den Haken hier rein bei Voice Chat und Avatar-Position aushören. Ja? Das andere, die anderen Haken hier oben, die lässt du bitte drinne. Automatische angehenden Gruppenanrufe abweisen. Bitte den Haken rein, sonst ruf dich von der Gruppe her, weil in SL braucht man immer Gruppen, um was machen zu können. Bei Sandboxen natürlich nicht. Was Sandboxen sind, komme ich im nächsten Video drauf zu. Automatische alle eingehenden Konferenzanrufe abweisend. Gut, hatte ich jetzt die ganze Zeit draußen. Ne, Konferenzanrufe ist klar. Wenn man jetzt mehrere Avatar, mehrere Freunde hat und man ruft sich untereinander an oder in der Gruppe, wie auch immer. Automatische alle Eingaben, Privatrufe abweisen. Das musst du selber entscheiden. Möchtest du private Anrufe haben oder nicht? Natürlich geht das nur zum größten Teil daran, wenn du auch denjenigen in der Freundschaftsliste hast. Umgebung, Klänge und so habe ich nie was umgeändert. Wir gehen in den Medien. Hier steht im Browser von Second Life verwenden. Ich nehme immer Standardsystem Power für alle Links verwenden. Das heißt in Außenbrowser. Das heißt, was weiß ich, Google oder was auch immer. Wir gehen in Bewegung. Das lassen wir so, wie es ist. Mauslook auch. Bewegen. Hier oben ist bei dir kein Pfeil drinne. Du machst ihn bitte mit Pfeiltasten bewegen. Mit
Buchstaben mit WSAD und die zockern unter uns, die auch den Haken bitte rein. Teleport und alles so bitte lassen. Wir gehen in den nächsten Reiter Medien. Da habe ich auch so alles eingelassen, wie es von dem Biber herkommt. Dann gehen wir Privatsphäre, ist in allgemein, zeigen Informationen in Suchergebnissen, anzeigen. Nur Freunde und Gruppe, Entschuldigung, dass ich online bin. Sonst, wenn du den Haken rausmachst, sieht jeder, dass du online bist. Auch ohne Freundschaft. Hier bitte den Ra bei Protokoll und Verläufe, bitte den Haken reinmachen, hat die Bewandtnis, ne? Wenn mein Schatz jetzt mir was schreibt oder geschrieben hat und ich möchte das nochmal nachgucken oder so, kann ich das zu jeder Zeit tun. Wir gehen in den Kamerafokus. Kamerafokus sagt der Name schon, das heißt, wenn man jemanden anguckt, dass das ausgeschalten ist, machen wir hier bitte die drei Haken rein. Automatische Antwort muss man nicht geben. Man kann schreiben, ich nehme zum einen Fall, ich könnte jetzt hier einschreiben, ich nehme YouTube-Video auf, ich tue mich später melden. Dann gehen wir in erweitert. Mehrere Viva anzeigen. Bei Anmeldung Grid-Auswahl anzeigen. Bitte den Haken rein. Solltest du dich in SL nicht einloggen können, gibt es auf der Einlog-Seite beim Firestorm ein Grid-Auswahl. Das heißt, dir wird angezeigt, was dann für Fehlern auftreten, warum du dich in SL nicht einloggen kannst. Passiert auch hin und wieder. Meine Erweiterung Entwickler anzeigen, bitte den Haken raus. Was das alles ist und was das bedeutet, komme ich später nochmal drauf hinzu. Beziehungsweise machen wir es doch gleich durch. Bei erweitert ist normalerweise den Kamerafokus eingeschränkt. Das heißt, man kann jetzt nicht hier. Ich kann jetzt nicht hier. Wo ist es, Männchen? Da. Ich könnte jetzt nicht gucken. Gut, bei mir ist es so eingestellt. Ich könnte jetzt. Man könnte normalerweise nicht gucken, was der andere auf dem Land alles so macht. Und, ne, und ich habe das bei mir, steht das drinne, anzeigen, beschränken, da kann man mal gucken, was so die anderen auf der SIM machen. Fotos in hoher Qualität auslösen, speichern, Foto leise speichern. Wenn du nämlich mal ein Foto machst oder was auch immer hier in SL, dann soll man da natürlich nicht hören, dass du draufklickst. Und ja, das erweitern kann man, es ist dann nachher ein bisschen was für Profis. Wir gehen in die, ja, wir gehen in Benutzeroberfläche, lassen wir so, wie es ist. Oberfläche, da kann man, was weiß ich, man kann hier Dark eingeben, man kann Blue eingeben, was man jetzt hier so für eine Hintergrundfarbe machen lassen will. Ich lasse es so, wie es ist. Abstürze auch. Firestorm. Solltest du irgendwann mal mit deinem Partner, ich nuckel gerade mal an meinem Kaffee, solltest du irgendwann mal einen Partner in SL haben, zum Beispiel wie ich, mein Schatz und ich. Wir haben, Entschuldigung, ich hatte gerade aufstoßen, wir haben natürlich so eine Art Color an. Was das alles Color in behaltet, muss ich euch leider später drauf irgendwann zeigen, wenn mein Mähne dann mal on ist. Skripte und Kontrolle über Viva erlauben. Das ist auch so, das ist nichts Schlimmes, das tut auch nicht weh. Das muss man, was das alles noch in behalte, das ist so ein bisschen für Rollenspiele. Ne? Was das alles so in behalte, kann ich euch natürlich bei Nachfrage nochmal extrem erläutern. Und das andere alles so lassen, wie es ist. Sicherheit und so weiter und so fort. Nichts umändern. Wir gehen dann wieder auf Grafik.
Und wir gehen dann hier unten auf Speichern, geben dem Kind einen Namen. In meinem Fall habe ich jetzt 6.10. 2020. Wir gehen auf Speichern und auf OK und machen dann einen kurzen Relog, um dann die Einstellungen, die du vorgenommen hast, auch aktiv sind. Ja, ich hoffe, es hat dir soweit gefallen, was das alles für Schaltflächen sind und so weiter und so fort, gibt es im nächsten Video, sonst würde das ja unheimlich lang werden. Okay, lasst ein Follow da. Ja, wie gesagt, lasst ein Follow da. Klickt auf die Glocke, wenn ich dann wieder mal ein Video mache, dass ihr das dann mitbekommt. Erzählt's weiter. Macht für mich gerne, ihr dürft natürlich für mich gerne Werbung machen. In Second City oder Club QE oder was es auch immer für Spiele gibt noch, die gerne nach SL kommen. Ich helfe gerne. Ja. Und nein, ich möchte dafür keine Linden haben, denn mir macht es Freude, euch SL zu zeigen, auch wenn du, was weiß ich schon, 10 oder was auch immer, wie viele Jahre dich mal kurz eingeloggt hast und nicht wieder getraut hast, dich einzuloggen, wie auch immer. Ich freue mich auf Kommentare, gefällt mir nicht, wie auch immer, eure Zitrone 79.